So, willkommen heute zu weiteren Clicker Games, weil ich habe jetzt meine Wunschliste nochmal ein bisschen aufgeräumt und habe entschieden, dass ich die Clicker Games jetzt nicht in dieser Angeschaut und Ausprobiert Serie haben möchte, sondern eigentlich direkt in der Playlist für die Clicker Games. Und deswegen habe ich mir jetzt insgesamt 5 Spiele rausgesucht, die alle so in den Bereich Clicker, beziehungsweise das eine ist mehr ein bisschen Idle Game, mal gucken, wie viel Clicker da dabei ist. Aber als erstes beginne ich jetzt einfach alphabetisch in der Reihenfolge und zwar mit Adventure Communist. Also im Vergleich zu Adventure Capitalist, sozusagen der Gegenentwurf. Das Spiel ist jetzt bei Steam aktuell noch im Early Access und ja, schaue ich mal rein, was es da zu tun gibt und wie viel ich da tatsächlich aktuell anstellen kann. Okay, also das Ganze beginnt mit dem Tutorial, natürlich. Most fun and glorious pastime since Perestroika. You must build glorious communist state. Also wir bauen die besten kommunistischen Staat wieder auf und, oder halt überhaupt einen, der mal kommunistisch ist, haha. Wir benutzen 5 Ressourcen, genau. Kartoffeln, Land, Eisen, Waffen und Medizin. You will also need comrades. Okay. Könnte ich vielleicht vorher irgendwo die Musik einstellen? Okay, jetzt habe ich nicht gesehen, was du geschrieben hast. The source must be worked for. Please press potato button to start this. You are shining example to people. Okay, also ich muss zeigen, wie man Kartoffeln sammelt. Keep going, more resources unlocked. And unlocked more is bla 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 bla. Okay. Oh, ich sehe schon ganz rot aus. Oh. So, also, das bis 30. Und jetzt kann ich es für 7 Potatoes upgraden. Nee, für 30. Alle Potatoes weg. So, damit habe ich es dann für 7. Okay, hier oben sind die Comrades. Was machen die Comrades? Ein Comrade pro Sekunde wird unlock run all. Wird mit 5 Unlocks. Okay. Also ein Haufen Comrades, die mir irgendwelche Skills ermöglichen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich hier Comrades brauche, sondern sie verbessern vor allem mein Comrades. So, das hier verbessert ebenfalls Comrades. Ah, das sind Updates für, naja, für meine Kartoffeln, für meine Landgewinnung, für meine Metall, Militär und Gesundheit. Medaillen. The Bronze Potato. Dick 1 Million Kartoffeln. 1 hoch 30 Kartoffeln. Okay, und das gleiche hier wahrscheinlich auch. Und dann sicherlich noch in einer endlosen Reihe von weiteren Krimskrams. Gut, also das heißt, es gibt schon mal etliche Ressourcen, die hier. Und natürlich auch der Shop dazu, klar. Und im Shop kann ich vor allen Dingen Scientist kaufen, Wissenschaftler. Unlock run all. So, Preistags. So, dick 100 Potatoes to unlock this one. Und dann werden dort was gekauft. Was ist das? Bei 10, bei 100. Okay, aber das bei hat im Moment noch nichts zu bedeuten. Okay, was jetzt? You have unlocked farmers. Farmers machen Kartoffeln. They do not even take break. Ah, ja. Also, ihr seid jetzt. Gut, aber dafür brauche ich Land. Okay, press the land button to get land. Also, don't worry, they will not miss. They are too busy with deplorable capitalism. Okay, das heißt, wir klauen uns jetzt mal das Land zusammen. Aber wenn die jetzt neu sind, buy one farmer, was brauche ich denn dazu? Okay, ich brauche 10 mal Land und ein Comrade. Alles klar. Also machen wir mal die 10 Land komplett und dann kaufe ich mir den ersten Farmer, damit er mir automatisch Kartoffeln erzeugt und erntet. So, der nächste Farmer kostet wieder 10 Land. Also, und das nächste Upgrade kann ich bei 40 Upgrade. Da sind zwar alle 40 weg.
Aber ich kann jetzt 7 auf einmal bekommen. Juhu. Open. Was ist das? Capsule. Capsule are randomly awarded the more you run your commodity generators. Keep clicking the big green buttons below the TVs for each industry. Or the run all button if you've got it unlocked. Nee, ich habe es nicht verstanden. Also was soll ich machen? Keep clicking the big green buttons. Ah ja, okay, das sind die da. Keep clicking the big green buttons below the TVs for each industry. Ach so, das heißt, wenn ich da den Button hätte, dann könnte ich alle 5 Bereiche auf einmal klicken. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Open. Aha, die Kapseln geben mir Erfahrungspunkte. You have scientist now. It's good. Scientist, powerful tool of community state. Genau, wir müssen Forschung machen, weil das ist eine wichtige Waffe. Und open the experiments department and see different ways to use your scientist many work experiments. Also, Forschung. Bei Adventure Capitalist gab es ja zumindest nur die Planeten, die man dann sozusagen freischalten konnte durch so ein bisschen Forschung. Mal gucken, was ich hier tatsächlich machen kann. Choose one of these experiments to research. You have choice of two right now. More later. See how much Freiheit you have as glorious leader. Ja, da bin ich mal gespannt. Also, Comrade Equals Go. Comrade Speed zweifach für 10 Minuten. All Click Output ist dreifach vor 10 Minuten. Okay, lieber Click oder Comrades? Die Comrades weiß ich noch nicht, wofür sie sind. Dann lieber dreifache Klickrate. Unfortunately, you do not have the required 3 scientists to push us this experiment. Would you like to go to the shop? No, im Moment nicht. Ach je, das ist dann echt nur 10 Minuten. Pff, Wahnsinn. Das ist alles dann nur zum Runterlaufen. Na, da hätte ich mir das Ding lieber gespart. Autoclicker for all the things. Autoclicks all resources buttons every 5 seconds. Okay. Die hören sich auf jeden Fall schon deutlich besser an. Die sind dann nämlich nicht zeitbegrenzt. Ich sollte dann zumindest die Zeit mal noch nutzen. Für 25 Sekunden. Boah. Das klingt nicht so spannend. Potato Click mal 15, Land Click mal 15. Das klingt auf jeden Fall noch um einiges besser und klingt auch nach permanent. Und Scientists by discovering capsules and put them to work on various experiments. Hint, click on the big green screen button repeatedly, you will dig up some capsules in no time. Okay, das heißt, mit dem Dauerklicken kann ich auf jeden Fall irgendwo die finden. Experiment, genau, die sind Time Limited Boost, Permanent Boost for Selected Generators und Permanent Boost for All of Your Generators. Okay, das heißt, die hier sind mit Sicherheit spannender und 0 von 30 habe ich aktuell. So, jetzt ist die Frage, wo mache ich jetzt weiter? Hier einen Worker kaufen, wie viel kostest du denn? Ah, hast du nicht angezeigt. 50, 100 und ein Comrade. Dann kann ich hier ja schon mal die nächsten Farmer kaufen. Machen wir mal. Oh, wird zu teuer. Nicht genug Land. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte für das Land. Dann glück, 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 glück. Upgrade. Upgrade. Eine neue Kapsel. Daily Land Capsule war eine von 3. Das heißt, ich kann, okay, für das Land kann ich jeweils nur 3 finden. Oh, 2 Farmer. Na super. Also ich bekomme jedenfalls nicht jedes Mal Forschungspunkte. Okay, dann machen wir jetzt hier mal weiter und lassen das einfach mal so lange laufen, bis ich hier die das nächste Upgrade. Okay, und Landkapsel 2 von 3. Wieder Farmer. Okay. Gut, dann gucke ich mal, ob ich hier was anstellen kann, dass ich
Ja, hier habe ich auch 3 Kapseln. Und hier bekomme ich meine Forschungspunkte. Sehr schön. So, nochmal Forschungspunkte. Nein, hier bekomme ich einen Landwirker. Upgrade. Genau, das ist jetzt der dritte. Damit ist sozusagen hier nicht mehr 10 Farmer. Na, immerhin. Da muss ich jetzt gar keine großartigen Farmer kaufen. Dann lasse ich die jetzt erstmal laufen. Hier hat mir, glaube ich, noch einer gefehlt. The Bronze Flag Metal earned. For claim 1 Million Land. Okay, und damit ist hier auch die dritte Kapsel geöffnet und ich bekomme nochmal 6 Farmer. Dann mache ich das gleiche jetzt auch hier. Upgrade. 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 Wie wär's denn mal mit der ersten Kapsel für heute? Na also, geht doch. Kapsel Nummer 1, nochmal 15 Farmer. Okay. Upgrade. Ui, das dauert schon. Immerhin, die Bronzemedaille für 1 Million Eisen geerntet. Kapsel 2 von 3. Was sind das? Einfach nur Kartoffeln? Sowas. Wer will denn Kartoffeln? Die kann ich doch alle selber ernten. Das kann ich hier ganz schnell machen. Guck. Ha, 1 Million Kartoffel. Bronzemedaille geerntet. Kann ich mal gucken, wie hier meine Medaillen aktuell aussieht. Ah, da kriege ich auch gleich noch. Cool. Das heißt, dann kann ich ziemlich bald den Gesamtbutton bekommen. Also, her mit dem Auszeichnung. Oder mit den Belohnungen. So, wenn ich jetzt 5, wo werden wir denn da oben sind meine Scientists? Conducting Experiment. Run all Industries. Hey, ja cool. Muss ich nur aufpassen, dass die ja, rechtzeitig geupgradet werden. Achso, hier habe ich jetzt noch gar keine eingestellt. Was brauche ich denn dazu? Oh, ich brauche noch mehr Waffen dafür. Gut, dann kaufen wir mal ein paar Miner. Ein paar Miner, meine ich. So, machen wir mal 10 voll. Hier habe ich auch noch nicht genug. Machen wir auch erstmal die 10 voll. Hier habe ich schon jetzt 44. Ah, genau, da kann ich jetzt schon mal umstellen, dass ich hier gleich ein paar mehr kaufen kann. Achso, das war jetzt der falsche. Ist ja nicht... Oh, mehr Zeug. Okay, was ist das? Eine Kommune. Kollektiven. Die brauchen aber schon ordentlich Bestände. Hoch 12. So, was haben wir hier? Plantagen. Hives. Ja genau, Bienenhive. Aber mit Unmengen an Krimskrams. Und die können wahrscheinlich jetzt nur alleine produziert werden. Die kann ich nicht selber herstellen. Gut, aber dazu brauche ich noch ein paar Hüte. Woher bekomme ich denn Hüte? Und das hier bei One Colony. You will lose 2 Hives, all farmers, all potatoes, all communes, all platforms, all collectives. Farming-based unlocks. Uff. Earn one colony and increase their yield to one scientist. Reset info, you will lose. Ich will aber gar nicht. Okay, das hat jetzt... Achso, das waren hier nur die Informationen. Gut, ich habe sie noch nicht gekauft. Puh. Also das ist sozusagen der halbe Reset dann an der Stelle. Mal gucken, das müsste ja dann hier auch frei... Ach, das sind die Hüte. Die Farmer sind tatsächlich... also ich brauche 10.000 Farmer, um hier das erste Ding zu kaufen. Gut, also dann erstmal weiter zu den Minern, zu den Workern an der Stelle, damit die auch mal auf 100 und dann auch hier das gleiche freischalten. So, das hier Blasting Site, Dynamit einsetzen, dann wenn ich 12 Blasting Sites habe oder benutze, dann Clear Cuts, okay, alles radikal wegputzen an Holz. Dann kann ich endlich Holzstraßen bauen oder zumindest Straßen mit Holzschildern.
Wenn die Holzschilder dann fertig sind, dann bauen wir die Highways und am Ende haben wir einen super Highway, super klasse, wo ich dann 3 Highways verliere. You will lose 3 Highways und dafür bekomme ich einen super Highway. Dafür ist alles, alle Worker, alles Land sowieso. Das Land ist ja eh fast jedes Mal weg, wenn ich hier so ein Dingsbums mache. Wobei ich mich ja schon frage, ob das Ding hier eigentlich ansteigt. Okay, dann das nächste. Erstmal hier die 100 voll machen, um zu gucken, was ich hier Nettes bekomme. Also eine Mine, ein Bagger. Mit dem Bagger kann ich dann große Minen machen. Und mit den großen Minen kann ich dann eine Tiefenbohrung machen. Und danach fördern wir Öl. Ein Megadrill. Jawohl. Okay, alles klar. Dann auf hier in die nächste Stufe. Was hatte ich denn eigentlich? 7000, 7000, 7000. Dann wird es hier Zeit, mal noch ein bisschen aufzurüsten. Bis ich hier auch auf 7000 bin. Einfach mal, um das irgendwie so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen. Mich würde jetzt allerdings wundern, wieso ich für die Roboter... meine erste Kapsel für die Waffen. 9 Medizin. Na, das lohnt ja. Sollte ich den wahrscheinlich mal ein bisschen vorher hochpäppeln, damit ich dann irgendwie mehr bekomme. So. Was brauchen die denn? Okay, die brauchen mehr Medizin. Kein Problem. Haben wir ja. 400. Kann ich gleich 100 auf einmal kaufen. Dann ist gleich alles freigeschaltet. Und hier brauche ich mehr Medizin. Sehr schön. So, Soldaten. Tension unlocked, plus 2 Comrades pro Sekunde. Tension. Okay. Also, was haben wir hier? Fireteam, Squad, Platoon, Division und die Division kann ich zu einer Kommunist-Ideal. Gut. Soweit, so gut. Jetzt wollte ich hier noch das upgraden. Bis ich. Oh, 11 Millionen. Das ist aber schon ganz schön happig. Das dauert schon eine Weile. Aktuell habe ich keine... ich kann natürlich hier dann nachher das alles gemeinsam laufen lassen. Muss ich ja gar nicht in den Einzelnen laufen lassen. Weil ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Hey, Daily Capsule of Medicine. 75 Worker. Ja genau, Landworker. Gut, hier jetzt erstmal noch schauen. Weil die Frage ist natürlich, wo bekomme ich angezeigt, wann ich hier das nächste Upgrade machen kann. Weapon Upgrade. Okay, eine halbe Million Kartoffeln. Kartoffeln sind immer gut. Ja, aber wie mache ich hier jetzt eigentlich weiter? Gut, das ist jetzt noch eine Metallkapsel. 2,5 Millionen Waffen. Das ist schon ganz ordentlich. Da ist schon bald die Leiste wieder voll. Das ist die Daily Weapon Kapsel 3 von 3. Das heißt, da gibt es heute nichts mehr und 200.000 Medizin. Dann ist zumindest die Medizin fast fertig. Und einmal Upgrade. So, hier sind es 13 Millionen, hier sind es 11 Millionen. Also es wird auf jeden Fall nach hinten hin immer teurer. Wieso laufen... Ach, die 10 Minuten sind um. Deswegen ist es jetzt wieder eben weniger. Weil vorher war es das Dreifache. Aber das heißt, dann habe ich die ja alle schon auf dem gleichen Stufe. 5 Millionen, 7 Millionen und so weiter. Dann ist jetzt die Frage, wo mache ich jetzt weiter? Das heißt, ich brauche hier 100.000 Farmer. 50%. Max kann ich nicht kaufen. Oder was heißt 50% an der Stelle? 790, das heißt 50 oder 100% der Ressource. Nee. Von was sind denn da jetzt bitte die 100%? There are many milestones to hit to achieve glory. There are unlocks that increase comrades and medals that reward scientists. Okay, tutorial is over. Bye bye. Danke. Achso, die kosten ja nur 4. Das heißt, die kann ich eigentlich schon viel früher kaufen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wodurch die hier beschränkt...
Ah, durch die Comrades. Na klar, die Comrades beschränken mich darin, wie viele Worker ich auf einmal kaufen kann. Okay, das heißt, wie viel? Ein Comrade, auch ein. Der hat da auch einen gekostet. Okay, das heißt, damit ist sozusagen ein bisschen beschränkt, dass ich hier nicht beliebig hoch booste. Aber was produziert denn der jetzt eigentlich hier oben? Weil es ist zwar nett, dass ich eine Kommune kaufen kann, beziehungsweise, Moment, also eine Kommune konnte ich doch jetzt schon viel, ach nee, die sind dann wahrscheinlich im Preis angestiegen. So, dann mal schauen, was ist hier? 10 Millionen Kartoffeln, 100 Millionen Kartoffeln, auch 100 Millionen Kartoffeln, 10 Millionen von allem und 1000 Krankenschwestern. Okay, das heißt, ich muss mich erstmal weiter um die Kartoffeln kümmern. Und dann, oh, die nächste Kapsel. Daily Medicine Kapsel. 4 Scientists. Dann gucke ich doch gleich nochmal, was die Unlocks angeht. Genau, 1000 Pharma. Das heißt, da werden, genau, das sind dann die Belohnungen, weswegen ich dann mehr Comrades bekomme. Okay, Experiments, genau, da wollte ich rein. Also nicht wieder so ein Schniekebiki da kaufen, was nur ein paar Minuten hält, sondern wenn, dann natürlich hier ordentlich zuschlagen. Aber ich habe aktuell nur 4 Scientists. Blöd. Und die Scientists habe ich zumindest noch keine Möglichkeit, die im Spiel so direkt zu bekommen, außer natürlich durch diese Kapseln. Das heißt, heute werde ich da wahrscheinlich nicht mehr allzu viel bekommen. The Bronze Dust Metal Earned for Produce 1 Million. Ah, richtig. Moment, wo waren die Medaillen? Das war doch hier. Da habe ich doch auch ein paar bekommen. Genau, Herde mit dem Zeug. Also, dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Das einzige Problem ist jetzt, mal gucken, bei Farming. Okay, ich muss so und so viel Kartoffeln und 1 Million Farmer. Aber dafür brauchte ich auch 1 Million Comrade. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Experiment, Industrie. So, Potato Land Clicking. Ist alles mit 5. Farmer Output verdreifachen. Und das hier. Auto Clicker for all the things. High five. All Output mal 999. Das ist im Moment noch ein bisschen früh für solche immensen Kosten. Aber dann werde ich mir schon mal hier die ersten Kartoffeln freischalten. Researched. So. Das heißt, ich kann meine Kartoffeln jetzt upgraden. Die anderen brauchen noch ein bisschen, bis die am Limit sind. Und 252.000 Kartoffeln pro Klick. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Genau, dann kann ich jetzt die nächste Kommune kaufen. Ach, natürlich hätte ich es doch sehen können. Das heißt, hier drüben, die produzieren tatsächlich die Farmer, deswegen steigt hier die Farm an und deswegen produzieren die dann mehr Kartoffeln und so weiter und so fort. Alles klar, also rechts stehen immer die, was die Dinger produzieren und ja, das Ding kostet eben. Das heißt, ich habe jetzt aktuell 2 Kommunen, die 8 Pharma produzieren, das heißt, eine produziert 4 von denen. Gut, dann machen wir das mal eins weiter und kaufen den nächsten Pharma dazu und gleich noch einen. Alles, damit sich das Ganze irgendwie beschleunigt. Ich hoffe natürlich, das rechnet sich irgendwo. Dann heißt es jetzt mal noch ein bisschen wieder die Kartoffeln laufen lassen. So, die Kartoffeln sind jetzt natürlich mit diesen 5-fachen Mengen schon sehr viel lohnender. Jetzt mal schauen, wie es hier aussieht. Weil ich brauche ja nur 10 Millionen Kartoffeln. Und dann muss ich nur noch ein paar Handwerker kaufen. Working 9 to 55 unlocked, plus ein Comrade. Dann mal her mit den ersten 1000, damit ich hier auch automatische Worker bekomme. Gut, so, die Stufe ist erledigt. Dann ist jetzt hier die Aufgabe, gut, 50 Millionen Land. Das dauert noch ein bisschen.
Oh, die letzte Kapsel nehme ich an. Einmal Dynamit. Einmal Dynamit. Okay, jetzt habe ich gleich zwei von den Construction, von den Blasting Sites. Das heißt, man kann zumindest in den Kapseln wahrscheinlich nur das finden, was man selber schon freigeschaltet hat. Und die produzieren dann tatsächlich. Ah, deswegen lohnt sich das dann natürlich auch. Das heißt, die produzieren mir hier. Naja, was heißt produzieren? Sie ermöglichen mir einen Scientist. Die Frage ist nur, in welchem Zeitraum. Okay, das sind sozusagen fünf Bereiche parallel, die sich nacheinander resetten lassen. Wenn ich meine Kartoffeln verliere, verliere ich dann auch meinen Multiplikator für die Kartoffeln, also das, was hier jetzt aktuell abgegradet wurde. So, die sind noch relativ langsam und hier natürlich ebenso. So, mal gucken, was habe ich denn jetzt an neuen Medaillen geerntet? Da unten ist ja auch schon eine aktiv. Her damit. Vier Scientists. Okay, das war jetzt für die Communities. So, das heißt, wie viel brauche ich hier für die Blasting? Oh, erst ab 1 Million. Also hier bekomme ich es auf jeden Fall deutlich später. Und gut, hoch 30 Metall, 1 Million Minen. Wieso habe ich denn hier für eine Community das schon bekommen? Build eine Collective. Das ist super genial. Das heißt, dann erzeugen die mir in 3 Sekunden 9 von diesen Zelten. Und ich brauch dafür 10.000 von den Zelten. Naja, das kriege ich jetzt nicht so schnell hin. Okay, das werde ich jetzt nicht probieren müssen. Gut. So, dann kann ich jetzt hier aber nicht so viel anstellen, weil die anderen Zahlen sind schon immens. Meine Dailies habe ich sozusagen alle eingesammelt. Und ja, das nächste wäre jetzt hier irgendwie hinzukommen, die nächste Versiebenfachung hinzulegen. Zack, Upgrade, 9 Millionen. Aber dann müssten ja, doch, es bleiben zumindest ein paar über, immerhin. Aber es dauert jetzt, die kann ich auch upgraden und die noch nicht. Gut, mal gucken, wie lange die, also es dauert dann ewig, bis die 200 Millionen da natürlich zusammenkommen, egal wie schnell ich da den Klicker laufen lasse. Wieso bist du eigentlich noch nicht so weit? Naja, auf jeden Fall das soweit, ja, der erste Blick in Adventure Communist. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, hier auch aktiv zu werden und eure eigenen kommunistische Land aufzubauen und dann viel Kartoffelernte. So, bis nächste Mal. Ciao.